Der Küstenort Les Anglais. Hurricane Matthew hat kaum eine Hütte verschont. Es gibt keinen Strom, Wasser und Nahrung sind knapp. Die Menschen hier sind verzweifelt. Niemand hilft uns, niemand kommt zu uns. Meine Frau ist Händlerin und hat all ihre Waren verloren. Wir haben nichts mehr, können nirgendwo hin. Wir schlafen auf der Straße. Auch Schulgebäude sind zerstört oder sie werden als Notunterkünfte genutzt. Laut UNICEF sind es etwa 300. Mehr als 100.000 Kinder können nun nicht die Schule besuchen. Mir hat niemand geholfen, niemand gibt uns zu essen. Wir können nicht einmal zur Schule gehen, weil all unsere Bücher nass sind. Unsere Schuluniformen, die Schuhe, all unsere Klamotten sind weg. Meine Schulbücher sind alle nass geworden. Haiti ist gezeichnet von Armut, politischer Instabilität und Krankheiten wie Cholera. Von dem verheerenden Erdbeben vor 6 Jahren hat sich das Land kaum erholt. Auf einen Hurrikan der Stärke 4 war niemand vorbereitet. Schaut euch das Elend in unserem Land an. Die Bäume sind tot, alles ist zerstört. Unsere Ausrüstung ist im Meer versunken oder verschüttet. Was sollen wir tun? Nur Gott kann uns noch helfen. Der Staat tut nichts. Langsam kommt Hilfe an, aber Haitis Probleme sind noch lange nicht gelöst. Die Vereinten Nationen warnen, in den nächsten 3 Monaten brauchen etwa 750.000 Menschen hier lebensrettende Hilfe und Schutz. Haitis UN-Botschafter warnt gar vor einer schweren Hungersnot.